Hallo und herzlich willkommen beim Labis Bieneninstitut. Wir sind heute an unserer Belegstelle in Torfhaus und wollen Sie einmal mitnehmen, um Ihnen einen kleinen Einblick zu gewährleisten. Direkt gegenüber des Brockens auf knapp 800 Metern über Meeresniveau liegt Torfhaus und gilt somit als höchstgelegene Siedlung Niedersachsens. Ideale Voraussetzungen also für eine Königinnenbelegstelle. Wie der Einfluss von fremdem genetischem Material ausgeschlossen wird, erklärt mein Kollege Stefan Lemke. Und zwar, wir haben einfach Versuche gemacht vor ein paar Jahren. Wir haben Begattungskästchen ohne Drohnenvölker aufgestellt. Und die sind nicht begattet worden, die Königin. Also es sind ein paar Königinnen nicht wieder zurückgekommen. Da gehen wir von da aus, dass sie nach Harzburg runtergeflogen sind, aber die kommen dann den Berg nicht wieder hoch. Die Drohnenvölker sind speziell vorbereitet. Das bedeutet, gleich im Frühjahr kommt ein Absperrgitter unten rein, damit keine Drohnen zufliegen können und keine rausfliegen. Und die Auszubildenden sind jedes Mal also entsetzt, wie viele Drohnen reinfliegen wollen. Ihr braucht noch ein paar Häuser da, ne? Heute ist richtig viel zu tun, denn es werden sowohl unbegattete Königinnen von den Imker und Imkerinnen auf die Belegstelle gebracht, als auch begattete Königinnen, die bereits vor 2 Wochen gekommen sind, wieder abgeholt. Daher müssen zunächst Anmeldungen ausgefüllt und Rechnungen beglichen werden. Anschließend werden die Begattungseinheiten aufgestellt. Darf ich mir einen Tisch schon mitnehmen? Was? Wie bitte? Ja, genau, den können Sie schon mitnehmen, richtig. Wie viel braucht man? Wir brauchen einige. Hier sind auch noch welche. Ja. Und wenn Sie nicht schlecht draufpassen, dann stellen Sie sie zur Seite. Die Imker und Imkerinnen dürfen sich ihren Standort selbst raussuchen. Das sind doch schicke Plätze. Ja. Machen Sie, wie Sie wollen. Mach ein paar hier und die anderen da. Genau. Und dann, wissen Sie was? Versuch macht klug. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr bin ich durch Ihre Idee, auf die Idee, also bin ich darauf gekommen, dass die anderen zu sonnig standen. Deshalb dürfen die jetzt die Schutzhäuser nicht mehr in die Sonne stellen. Ne? Wenn ich hier noch irgendwo einen Pfahl einschlagen soll, müssen Sie es sagen. Dann hole ich die. Ist gut, ich habe einen Hammer auch dort. Kann gut, ich auch selbst machen. Ja. Weil Sie sehen ja schon, es ist viel zu tun. Ja. Und alles wird festgehalten. Das angelieferte Material muss auf Drohnen kontrolliert werden. Wichtig ist bei einer Belegstelle, dass man kontrolliert, dass eben keine Drohnen mitkommen, weil eben nur die Drohnen, die hier sein sollen, darf man mitnehmen. Und deshalb hat man eben auch EWKs, also EWKs Einwabenbegattungskästchen mit Fensterscheibe, damit man reingucken kann. Das ist die Idee. Deswegen gibt es diese Fensterscheibe. Wichtig ist eben eine Scheibe und diese sind kleiner. Also wenn man die reinsteckt, wird es das sehen. Ne? Und aber sind auch zulässig, weil praktisch die Breite passt, die Tiefe passt, nur die Höhe eben nicht. Ne, das ist ein anderes System, ist aber auch sehr schön. Hier bauen die wild rein und der Vorteil ist bei denen, dass sie tatsächlich in der Wabengasse leben können. Das Problem ist, man kann es natürlich sehr schlecht kontrollieren. Ne? Nun wird noch der Begattungserfolg der Königinnen überprüft, die vor 2 Wochen bereits angereist sind. Ne, der ist weg. Da sieht man deutlich. Da ist keine Königin drin, weil man hier die Zelle sieht. Also die haben da so eine Art, möchte gern... Blutzelle gemacht. Ja, ne? Okay. Der kommt dann in den anderen rein. Ausschuss. Königin ist da. Na. Upp, ich muss mal gucken. Also es könnte sein, dass sie nämlich begattet ist. Aber die Fensterscheibe ist nicht... Ah ja, alles okay. Wie bitte? Ist das Ergebnis? Hier? Ja.
Also die EWKs waren nicht so schön gebildet, um es mal so zu sagen, vorsichtig auszudrücken. Dafür ist es relativ gut. Ja, ich bin so ein bisschen überrascht, wie gut das eigentlich geworden ist. Das habe ich ein bisschen fester gemacht. Diese ist gut? Ja. Diese ist schlecht. Was füllst du da jetzt aus? Ich will eigentlich unterschreiben, dass er mit seiner Königin hier oben auf der Belegstelle gewesen ist. Hier hat es leider den Ton nicht mit aufgenommen. Herr Lemke zeigt ein sehr vorbildliches Beispiel von gut befüllten Begattungseinheiten. Der Imker, dem diese Einheiten gehören, ist auch immer sehr zufrieden mit der Erfolgsquote der Begattung. Er besucht nun schon seit fast 20 Jahren die Belegstelle mit seinen Königinnen und zeigt mir nun, welchen letzten Check er noch durchführt. Das ist also hier sozusagen die letzte Kontrolle hier, ja? So, ne? Das muss hier in Ordnung sein, damit die Königin ausfliegen kann. So, und dann mache ich das hier runter, wenn der Wind kommt, dass er das nicht anklappen kann. Manchmal, ja? Manche Flugbretter sind ja relativ locker hier. Nun erfolgt noch eine Kontrolle der Drohnenvölker. So, wir gucken jetzt einfach mal einen an, wie die Futterversorgung ist und wie viele Drohnen da sind. Und wie erstellt ihr diese Drohnenvölker? Was macht ihr anders? Also eigentlich im Grunde, irgendwann wird mal festgelegt, welche Zuchtmutter Drohnenvolk wird. Das ist auch, also die genetische Abstammung spielt eine Rolle, ne? Wichtig ist eben, es dürfen eben keine anderen Drohnen zufliegen, ne? Wie wird das gewährleistet? Indem unten, also gleich im Frühjahr, ein Absperrgitter unten reinbekommt. Unten in den unteren Boden, damit nichts zufliegen kann und nichts... Die hat Eier, alles in Ordnung. Kritischen Panik. Hm? Also, das sieht man auch, hier laufen dann doch immer satt Drohnen rum. Warte mal, hier ist das Drohnenrähmchen. Mal sehen, wie sie da drauf gehen. Naja, guck mal, wenn die schlüpfen, ist dann auch wieder Highlife mit Konfetti, ne? Haben sie da Eier? Ja, die liegt. Ne? Also die sind zum Beispiel nicht manipuliert, ne? Also es sind keine vereinigten Völker. Sondern einfach so, ne? Ja. Im Herbst neue Königin, also das Material eingeweißelt und fertig. Ja. Drohnen sind aber genug da. Ja, es ist eigentlich, man muss ja sagen, es ist ja eigentlich im Moment Kackwetter. Und eigentlich müssten sie mich jetzt, wenn die böse wären, dann müssten sie sich förmlich über mich hier. Das tun die aber nicht. Ne? Ja, also dass da immer mal Unterschiede sind, das ist, da wollen wir nicht drüber reden. Das ist so. Ja, ja, alles drauf. Da ist die Königin übrigens sogar. Haben Sie gesehen? Nein. Hab sie noch nicht gesehen. Da. Ja. Schönes Tier. Ja. Wow. Ja. 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 Schönes Tier. Ne? Ich hoffe, Ihnen hat dieser kleine Einblick gefallen und wir freuen uns, Sie auch mal mit Ihren Königinnen an unserer Belegstelle begrüßen zu dürfen.